Mumbi, TPU-Silikonschutzhülle. So heißt diese Hülle für das iPhone 5. Es ist quasi so eine Art Bumper mit Backcase, wenn man denn so will. Und ja, die kostet circa 6 Euro auf Amazon. Ihr könnt die kaufen, wo ihr wollt. Ein Link zu Amazon, wo ihr direkt diesen Artikel bestellen könnt und auch damit diesen YouTube-Kanal unterstützt, findet ihr halt direkt unter dem Video. Und ja, also wie man sehen kann, relativ schwarz-schlichtes Case. Hinten mit einer roten Applikation. Vom Design her ist das wirklich schön. Also das ist das Case, da gibt es nichts dran rumzumeckern, nach meinem Geschmack. Von der Verarbeitung her, naja, also da muss man sagen, wie man hier auch sieht, die ganzen Anschlüsse, alles was so an den Rändern ist, das wurde außen, das Silikon, was halt etwas weicher ist, wurde vermute ich mal in der Produktion in eine Form gegossen und das ist leider nicht sehr sauber. Also es gibt hier und da und eigentlich überall an den Seiten Stellen, die halt relativ unsauber verarbeitet sind. Man muss halt auch mal den Preis im Hinterkopf haben. Ja, von innen werden die Anschlüsse halt einfach quasi durchgeschleift. Also das Silikon ist da einfach dünner gegossen, sodass man mit Druck von außen auch die Tasten tatsächlich betätigen kann. Ja, und von hinten ist das Design relativ matt schwarz, sieht relativ hochwertig aus. Die Seiten sind halt wirklich hochglänzend und das ist halt Geschmackssache. Vom Einlegen her oder beim Einlegen ist darauf zu achten, dass man die Seite mit den Lautstärkereglern und dem einen Ausschalter zuerst einlegt und dann wird quasi diese weiche Silikonhülle über die Ecken gezogen und gerade die letzte Ecke ist dann relativ stramm. Und ja, aber dafür kann man sich sicher sein, dass die Hülle sich nicht von alleine löst. Das Handy passt als solches von den Eckmaßen ganz gut rein. Die Anschlüsse, wie man hier sehen kann, sind auch gut zu erreichen. Die Hülle trägt nicht so sehr dick auf an den Seiten. Aber die Verarbeitung sieht auch hässlich aus, gerade wenn es nicht so sauber verarbeitet ist. Und ja, man sieht halt einige Kanten. Ja, die Knöpfe funktionieren soweit. Den Stummschalter kann man auch relativ gut erreichen. Ein kleines Problemchen ist aber, also Lautstärke geht plus minus ist zu erreichen und wird auch entsprechend erkannt. Ein Problem ist aber, dass die Tasten nicht hundertprozentig auf das treffen, was unter diesen Tasten ist. Ja, das heißt grundsätzlich, wie gesagt, Laut- und Leise-Regelung geht, aber auch wenn man in der Mitte zwischen dem Plus- und Minus-Button drückt, hat man halt ein Klicken und man trifft irgendwas. Das ist halt, wenn man es blind bedient, das Handy in der Tasche beispielsweise, man will die Lautstärke etwas ändern, ist das etwas misslich. Was nett ist, dass auf der Vorderseite des Rahmens des Covers auch noch ein gewisser Abstand ist. Das heißt, man kann das Handy auch ohne Probleme mit der Glashalter auf einen Tisch legen oder auf eine ebene Oberfläche, sodass das Glas halt nicht weiter zerkratzt werden kann. Ja, also insgesamt ist das für das iPhone 5 ein wunderbarer Schutz mit einigen Verarbeitungsmängeln und besonders an den Seiten liegt mitunter das Cover nicht 100% dicht an. Also von der Verarbeitung her wirklich nicht so schön, aber für den Preis doch relativ angemessen. Ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann einfach mal Daumen nach oben und bitte einen Kommentar abgeben. Ihr unterstützt damit diesen Kanal. Und wie gesagt, wenn ihr die Tasche kaufen wollt, tut es bitte über den Link in der Videobeschreibung. Vielen Dank, ciao.